Und herzlich willkommen zurück zu. Boah, mir ist mittlerweile arschkalt hier drin. Ich weiß noch nicht, warum ich das Fenster gerade zu. Aber nein, willkommen zurück zu Portal Knights. Ja. Ich bin wieder bei uns in der Heimatbasis und ja, was soll ich dazu sagen? Einen Moment. Haus. Es ist noch nicht ganz fertig. Es kommt auf jeden Fall noch mehr. Ich habe ein bisschen umgestaltet. Bin auch hingekommen, weil ich noch Erde mitnehme. Also man sieht hier, Altar, die Schmelze ist hier vorne, hier ist ein bisschen kleines Lager. Da ist hier unsere Werkbank. Hab dann den Turm genutzt, sozusagen als Hochgang schon mal. Hier ist unser Bett, Essenstisch, hier sind so ein paar Rüstungsklamotten drin, die ich eigentlich schon mal. Genau, so, zack. Eisenerz, da kommen wir gleich zu, wo ich das gefunden habe. Hier ist dann noch gar nichts drin. Ein Tisch. Hier sind so drei Klappen von unten drin. Finde ich gar nicht mal schlecht so eingebaut. Beziehungsweise als kleine Luke hätte man noch vielleicht vorne machen können, so als Dach. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Hier habe ich so ein bisschen was sortiert, wie ich konnte. Hier so die Klamotten. Bin gerade überlegen, ob ich ein bisschen was herstelle. Ich weiß nicht, ob ich was mit Palmenfrucht herstellen kann. Stirb. Auch noch mit. Zack. Eine Beere und blaues Fragment. Blaues Fragment. Und das. Dann, dass ihr noch heil bleibt, ist alles gut. Hier ist so, wie gesagt, so eine kleine Farm dann von mir, die wir dann dafür benutzen können. So, jetzt erstmal die Beeren zurück. Und das. Dann gehen wir ein bisschen was craften. Weil ich nämlich Basalt brauche, damit wir unsere Schmelze nämlich erhöhen können. Damit wir auch Eisen machen können. Aber ich weiß noch nicht, wo ich das herbekomme, weil er sagt mir das nirgendwo an, wo ich das herstellen kann. Das heißt, man kriegt das entweder als Stein direkt. Aber ich muss gucken, wo ich das herbekomme. Ich wollte jetzt gerade mal gucken. Kleiner Mana-Trank. Hier bräuchte man dann die großen, also den starken. Ist ja gar nicht schlecht für die Palmenfrüchte, die mal wegzubekommen. Jetzt haben wir hier noch Werkbank. Stellen ein bisschen Stoff her. Pop. Sagte er doch Wasser und Palmenfrüchte. Da sind unsere Seeds. Da sind die Palmenfrüchte. Und dann können wir doch die starken Tränke machen hier. Mehr gibt es eh nicht. Zählt mir eigentlich noch so eine Kiste, wo ich die Tränke da per se sofort dabei habe. Aber ich glaube mal, das brauche ich nicht. Aber wo wir gleich hingehen. Ist jetzt sozusagen Neuland. Das habe ich erstmal entdeckt, sage ich mal. Achso, die hat der erstmal gesteckt. So. Entdeckt Riesenwasserwelt. Der frisst da auch so viel Speicher bei, was ich mich dann noch natürlich nicht verstehe. Wieso? Wir halbieren das Ganze mal. Oder wir nehmen einfach alles mit. Zack. Leinstoff, okay, den müsste man eigentlich noch wegbringen. Und zwar, da ist er. So, Baumwollstoff und Leinenstoff. Zack. Zack, das Erz hier unten rein. Das lassen wir mal vorsichtig, falls wir wieder was suchen gehen. Aber, wir sehen können. Hier oben habe ich jetzt noch nicht weitergemacht. Und hier habe ich dann das Portal gefunden, eigentlich. Hab's dann schon mal ausgebaut und es geht dann hier weiter rüber. Dazu bräuchten wir aber vielleicht noch Portalsteine. Ich habe ein paar vorbereitet. Man sieht, es sind einige auf jeden Fall da. Die nehmen wir mit. Jetzt insgesamt, wenn wir mal sehen, 16 davon, 8 davon. Ich glaube mal, das ist schon ganz gut. Deswegen eigentlich nur noch Smart und. Aber ich porte uns mal da unten. Hier ist momentan ein Event. Das Knochen-Event ist, ne? Ja, muss halt ein paar Dinger besiegen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Hier hätten wir Steinblock, bla bla bla. Aber für uns erstmal uninteressant. Ich würde gerne nämlich, wie gesagt, in diese Welt drängen, wo die Pilze sind, und da zerreißen. Da gehen wir. Die Brakenburg. Und wir gleich merken, das Spiel hat irgendwie kleine Probleme, wenn Wasser auftaucht in Mengen. Ich finde es nicht schlecht, aber ich glaube, das kommt davon, dass dann halt diese Wasseranimation hier noch nicht ganz optimiert ist. Stufe 11. Und ihr seht jetzt schon, das Wasser ist so ein bisschen leicht am Flackern. Weil da vorne, dass so ein blockartig gespielt wird. Da vorne ist ein Portal. Und eins habe ich im Wasser gesehen. Wo ist es? Da unten ist das im Wasser auch noch. Ich versuche jetzt mit den Erdblöcken.
eigentlich sozusagen die Insel zu verbinden. Oh. Doppelt auf. So, und die ganz vorsichtig einfach mal lang gehen. Ich weiß gar nicht, was da unten an Feuern rumbrennt. Hier wäre jetzt die einfachste Variante von dem ganzen Zeug. Das machen wir auch gleich mal sofort. Also ich weiß nicht, ob wir die blauen noch brauchen irgendwann mal. Ob es irgendwann gemischte Portale gibt. Davon habe ich keine Ahnung. Das wäre das Erste. Und er ist am Wackeln. Jetzt gehen wir mal noch darüber. Ich will gerne wissen, was da drüben drin ist. Da vorne ist irgendwie eine Fackel oder so am Brennen. Ich weiß es nicht. Plup. Hier ist so ein Turm. Und genau, was meinte ich? Irgendwie ruckelt das hier an so manchen Stellen. Da vorne bin ich vorher durchgekommen. Da habe ich auch Eisenerz gefunden. Und man sieht irgendwie. Also es ist an einem Prozessor oder so, leuchtet es nicht. Es ist einfach nur ein bisschen pervers am Ruckeln. Vermutlich mal liegt es sehr, sehr stark an dem Wasser. Wow. Also FPS gar nichts. Ich sag doch irgendwie 30 FPS durchgehend. Hab ab und zu mal immer Pause gedrückt und geguckt, ob irgendwas man optimieren kann. Tore anzeigen, verpassen, Kampf erzwingen. Hier gibt es doch, wie gesagt, hier gibt es nichts so. Schattenqualität normal. Ist eigentlich. Ist sie gar nicht so schwer. Ist das Portal genau da drunter? Oder wo ist es? Da ist das. Genau das hier. Jetzt braucht er einen Moment, aber ist gar nicht mal schlecht. So, rein da. Maya Delta, okay. Hatte ich vorher auch schon mal. Entweder ist mein Charakter gestorben. Er wollte sie nicht porten. Also ich kann mich nicht bewegen. Wir können die Map aufrufen hier. Da ist jetzt Maya Delta gewesen. Das Problem ist, ich hatte es wie gesagt vorher auch schon mal. Ich weiß nicht, warum es in dieser Welt hier gerade so ein bisschen floppy ist. Das kann halt mal passieren. Denn komm schon, was ist denn los? Können wir denn auch nicht? Ah, okay. Wo kommen wir jetzt hin? Also wenn wir zum Beispiel, entweder schickt er uns zur Heimatinsel oder nach Maya Delta zurück. Sobald wir wieder bei uns in der Homebase ist komplett alles wieder in Ordnung. Also ich habe meine Arbeitsspeicher jetzt ausgewechselt bei Minecraft. Bei Minecraft gab es das Problem. Dann habe ich geguckt, oh, Arbeitsspeicher kaputt, alles klar, ausgetauscht. Jetzt Maya Delta. Ah, hier gibt es auch neue Kristalle, das ist schon mal ganz geil. Müssten die Thunder-Dinger sein, genau das ist es. Hier gibt's. Oh, hier gibt's Basaltblöcke. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wir müssen ein bisschen Basalt abbauen.
bin gerade überlegen, brauchen wir denn mehr als nur das? Hier bräuchten wir Holz. Die Schmelze braucht 20 Stück. Was braucht der Altar? Der Altar braucht nur das. Und die Station? Ja, die brauche ich eigentlich so selten. Aber schon mal ganz okay. Ich bin komplett dafür offen, dass wir das Zeug hier haben. Deswegen, ich springe da schnell auch durch die Portale durch. Zentrus, wenn du das jetzt siehst, das ist Folge. Ich weiß es nicht, aber ich hasse dich. Weil er gerade geschrieben hat, ich bin suchtig, ich habe jetzt schon 12 Stunden auf dem Spiel. Ja, warum wohl? Ich spiele ja Dinge offline. Also davon abgesehen. Wir können ihn ja mal ärgern. Wir gehen mal hier. Und machen einfach mal so. Ärgern ihn. Mal gucken, ob er kommt. Oder nicht. Das sehe ich ja sofort. Ah, bisher noch nicht. Dann schreibt er wieder was. Er kommt eine Antwort zurück. Er macht auf jeden Fall noch nichts. Nee, so weit kommt deine scheiß Kugel nicht, ne? Weg. Schuppen. Oh, Seelenätneroben. Das ist natürlich ganz geil. Das habe ich schon freigestellt. Das heißt, das können wir wieder verkaufen bei uns zu Hause. Deswegen bin ich eigentlich in dieser Heimat geblieben. Allein nur, dass wir die Sachen verkaufen können. Komm her. Oh, du musst es auch wieder übertreiben, mein Freund, ne? Badadadan. Das hat mich jetzt ein Mana gekostet, Gott sei Dank. Und tschüss. Aber nicht mal so schlimm. Jetzt bin ich gerade am gucken. Also Basaltsteine gibt es auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Hier können wir dann auch wieder ein paar Palme-Dinger abroden. Deswegen habe ich mir auch die Axt gemacht. Nämlich One-Hit. Gut, hier dauert es ein bisschen länger. Aber Holz können wir immer noch gebrauchen, weil wir unsere Hütte noch weiter ausbauen müssen. Ah, nicht die schon wieder. Hau ab. Gegen euch habe ich noch nichts Effektives. Verschwinde. Was war jetzt hier? Paradum, paradi, parada. Entweder stürzt auch gleich das Spiel ab, weil keine Verbindung zum Server herrscht. Was ist denn der Eingang da? Hallo? Guck mal, eine große Kerze. Ein paar Schleifst. Hier, die Zäune wollte ich mitnehmen. Ich hätte gern die Zäune. Ich hätte gern die Zäune. Oh. Einen Moment. Ist natürlich auch was Spannendes, einfach in der Aufnahme angerufen zu werden. Läuft auf jeden Fall. Nice. Herrlich. Der Server geht nicht, aber wir haben unseren Basalt. Geh weg, du fetter Golem. Ich will dich überhaupt nicht ab. Oh. Nö, nö, nö. Oh, der schlägt wieder zu, der Arsch, ey. Ich weiß noch nicht, wie ich den töten soll. Das hätte es gerade nicht funktioniert. Nervt mich. Weil ich meistens immer so erreichbar bin für alles. Kriegen wir alles hin. Ich hätte eigentlich mal dieses technische Ding wieder anmachen sollen. Zack. Ba-ba-ba-ba-bam. Ah. Jetzt haben wir 20 Stück. Wir haben jetzt ein bisschen Müll noch drin im Inventar. Und da ist ein Gebilde. Da will ich eigentlich unbedingt hin. Ah, da kommen wir wieder nicht so rüber. Oder wie es schon gefragt, ob TS down ist. Jo, Centus,